Willkommen zu einer neuen Modshow von mir, dem Minecrafter HD Leon und dem Typen daneben hier. Hallo. Hallo. So, es geht heute um den Mod Flans Mod. So. Der dient welche dazu? Ja, lass mal. Okay, Waffen und Fahrzeuge. Und wo weiter das hinzufügen. So. Hier sind nochmal Fahrzeuge. Ja, wir fangen mal mit den Waffen an, zum Beispiel hier die und nehmen wir mal die. So. Also wie sieht die ist ganz normal. Alles klar, okay. Und die hier ist in 3D. Ja. Wir können ja noch keinen Spinner abschießen, da wir keine Munition haben. Das laden wir mal nach, auch geil. So sieht das aus. Ja, seht ihr vielleicht, es ist ein bisschen kacke zu schießen. Deshalb gibt es auch rote Shotguns? Ja. Wie zum Beispiel die hier. Jetzt kann man hier Arcog oder hier Red Dots gleich drauf tun. Tun einfach mal das hier und Vordergriff. Dann gehen wir an diese Gun Modification Box. Ich zeige euch mal, wie man die baut. Also das ist das Wheels Crafting Table. Das ist noch ein bisschen, ne? Okay. Hier Eisen und ein Dingens, wer ist das nochmal? So ein Trug. Und ja, so hier sieht er auch schon mal, hier ist ein kleines Bädchen, wenn man die aufmotzt, sehen wir schon aufgemotzt. Das ist, finde ich, eigentlich richtig geil. Dann kommen wir damit so, wie man auch vielleicht hört, ist die ein bisschen leiser. Mhm. Alles klar, okay. Alter, macht alles lauter. Okay, wir haben das jetzt mal gehört, jetzt tun wir mal runter. Oh nee, nicht das. Oh, komm mal her. Ach, es gibt einfach, wenn man diese M16 auf den Boden schmeißt und die M16 dann schlägt, dann wird man vom Server gekickt. Ja. Das ist wesentlich leicht, leiser. Okay, dann kommen wir mal hier rein. Hoffentlich auch. Zack. So. Dann haben wir hier noch die Granaten, Anti-Tank-Mine, Type 97 Grenade, das hier und das hier. So. Wenn wir jetzt hier jetzt zum Beispiel da machen, kommt die immer hier hin. Warte, es gibt noch C4, ist mir gerade eingefallen. So. Zack. Und wenn wir jetzt die C4 mal auf den Boden legen, kann man hier mit Rechtsklick, bumm, kaputt. Ne? Geil, ne? Ja, ne? Jetzt hier diese Stick Granite, das ist so eine Stielgranate, ja. Wie sie im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde. Wusch. Wusch. Bumm. Also das war jetzt immerhin besser als da. Da haben wir eine Granate geworfen, die ist dagegen geprallt, zurückgefallen, ist hier gelandet und ist da explodiert. Das ist ein bisschen seltsam. Die Granaten sind lustig, so wie ein Flummi. Ja, guck. Und hier nochmal und dann habe ich noch den Dings. Eigentlich, wenn man hier drauf läuft, dann sollte... sollte es eigentlich anders sein. So. Mal löschen hier. So, ja, das ist jetzt nicht so geplant. Okay. Hier haben wir jetzt, dazu kommen wir später noch. Jetzt gehen wir erstmal hier zum Medikit. Und so. Wenn wir jetzt hier mal aus dem Game-Mode 0 rausgehen, können wir uns hier heilen. Und... Medical, das ist genau dasselbe. Das sieht voll lustig aus. Warum hier jetzt ein Flugzeug explodiert ist, ist eine gute Frage. Ach so, ja. Wir hatten es ja gerade eben noch, also die haben nochmal gelöscht. Und dann war das so voll verbackt und dann... Guck mal. War das Flugzeug halt ui, normal da. Ein Falsche. Dann war es halt rot. Du bist voll die Wurst, ey. Du verbrichst mich. Tja. Ach so, das ist dieses Riesenflugzeug, was wir ja, eben genau auch testen wollten. Das so rot war und von der Luft umgeblendet ist. Ey, dieses Kackvieh, ey. Verpiss dich. Ich hab keinen Bock, wenn das da. Hoch. Hart. So, diesmal. Tschüss. Ja, dann haben wir hier noch die Fahrzeuge. Und die Fahrzeuge sind lustig. Nehmen wir hier mal ein Flugzeug und ein Auto raus. Und also hier die Sachen jetzt hier, die gehen nicht, also das, das, das und das. Die sind noch ein Work in Progress, denke ich mal. Genau. Ja. So. Kommen wir einmal zu den Flugzeugen. Und ja, dafür brauchen wir nämlich das hier. Im Creative natürlich kann man damit
ohne Fuel Tank schon wieder. Das ist dieser Bug. So, jetzt ist es weg. Och nö, warte mal. Controls. Nee. Ach so. Ich muss das auf eine andere Taste legen. Ich nehme einfach mal Insert so. So, dann gehe ich jetzt mal hier rein. Und wenn er dann R drückt, könnt ihr hier zum Beispiel auf Fuel gehen. Dann tut ihr den Tank rein und es lädt sich auf. Und hier ist zum Beispiel auf Ganz. Das ist die Browning. Dann könnt ihr Flugzeug mit Waffen ausrüsten. Dann tun wir jetzt hier mal die Browning-Munition rein. Und drücken auf B. Und ihr seht, es schießt. Und mit F5 würde ich am besten fliegen. Und da könnt ihr jetzt mal die B drücken. Mit der Taste hoch und mit rechts Schiff runter, falls ihr mehr wenn es so ist, dann nimmt ihr einfach und drückt ihr einfach Z. Und dann kann man das wieder gerade machen. Das würde auch wie ein aussteigen. Bell. Tschüss. Okay. Dann kommen wir jetzt mal direkt zum Auto. It's over 9000. Das ist auch ein bisschen unlogisch, finde ich, das Auto. Das ist irgendwie richtig unlogisch. So, kommen wir mal dazu. Dann wenn wir jetzt hier reingehen, auf R drücken, wieder viel eintanken kann, muss ich jetzt halt nicht. Hier kann man noch mal MG reintun. Warte, ich bloß mal eben. MG. Nimm doch explodierende Munition. Also das ist immer verschafft, dass ich mir leid, dass ich gesagt habe. So, jetzt drücken wir hier nochmal auf E. Kleine so. 9 mm Patrone, so ein 2 Meter Schatten. So, dann gehen wir jetzt mal in das Auto. Oh, Norden. So. Und jetzt hier halt die Pferde. Guck mal, das ist schon wie ein, finde ich, wie so ein Boot. Das Bomben, oder? Ja, ja. Mit V kann man die dann abwerfen. Guck mal. Jetzt gehe ich mal unter Wasser. Jetzt werde ich hier hochgesaugt. Und jetzt kann ich hier irgendwie auch in zwei Blöcke. Ui! Guck mal. Ich denke mal, das Auto ist anders. Das kann man auch mit normalen Autos in Real Life machen. Alter, wer tut sowas nicht, das man wieder macht. Alter. Das macht man immer auch mal, so fährt die auch. Ja. Was denkst du denn? Ja, echt. Was ist das für ein Auto, Leute? Klar, so fahren wir auch vom Mars noch nie. Wir sehen, wie ich morgens mit dem Bus zur Schule fahre. Wir fahren einfach auf dem Dach. So, dann kommen wir mal hier. Das ist wie diese komischen Schuhe mit dem Rollen runter, ne? Der hat auch Räder auf dem Dach. So, dann kommen wir erstmal hier zu den Titanen. Es gibt einmal den Proto-Titan. Guck mal, der ist so klein. Und dann gibt es einmal den Alpha-Titan. Das ist schon etwas anderes. Hier können wir jetzt zum Beispiel Diamond World, dann so. Glühbirnen! Das sind keine Glühbirnen. Was ist das denn? Ach, egal. Das ist ein Waffenmod. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel noch Waffen nehmen, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die RPG. Zack. Mit ein bisschen Munition. So. Dann mache ich noch eine. Huch. Zack. So, dann gehen wir jetzt hier zum Beispiel mal rein. Können hier auch die Diamond Wheels drauf tun. Zack. Zack. Und ihr seht, kann man dann hier alles abbauen. Geht auch schon viel schneller, finde ich. Okay. Nur weil wir jetzt im Creative sind, können wir mal eben. Nord 0, dann nicht. Zack. Und wie man dann sieht, das baut sich etwas schneller ab. Also als der Feuerhand, wenn man natürlich jetzt eine Diamantenschaufel hat, dann nicht. Also der baut jetzt hier nur Stein ab. Also da kommt nichts hier raus. Und man sieht, es geht mega schnell. Ja, ja, nur bei Erde nicht, meinte ich. Richtig? Oh, so. Nicht Survival, Creative, danke. Jetzt gehe ich mal hier rein. Also man kann die Waffen auch immer abnehmen. Kann ich auch mal hier rein? Du bist auch drin! So. Und übrigens, hier muss man viel reintun, also hier. Direkt hier oben. Dann tun wir hier mal die RPG rein. Und hier auch. Und hier tun wir die Munition hin. Dann können wir jetzt hier mal sehen. Das finde ich mal richtig geil. Also das finde ich mal richtig geil. Wie bei Selfie, da ist das auch. Ich
Ja, also das würde ich sagen, das war's von dieser Mod-Show. Ne? Wenn noch irgendwas zum Vorstellen? Guck vielleicht. Ja, mach ich gleich. Es gibt auch noch Pistolen. Ja, ja, das gibt's dann auch noch. Sind noch andere Aufsätze als Vordergriff, Rotpunktvisier und Arcog gibt's noch. Arcog. Stell doch mal das Arcog. Ja, mach ich das mal. Ja, ey. Da kann man jetzt auch. Wie kannst du das vergessen? Komm, tu mal das mal auf die RPG. Unten. Genau, so. Man kann auch die RPG aufmachen mit einem Arcog. Man sieht, hier ist nochmal die RPG. Du kannst den leider nicht Schalldämpfer ausrüsten. Wie wir dann hier sehen. Brauchen wir erstmal RPG-Munition, um zu schießen. So. Nehmen wir mal. Zack. Genau, diese Nachladeanimation ist richtig geil. Ja. Guck mal, hier haben wir dann so ein Arcog-Visier. Und dann bam. Zack. Und dann tun wir die erstmal weg und sagen dann bis dann, Leute. Tschüss. Tschüssi.